Herzlich willkommen bei VivoTerra hier und jetzt. Die schwerste Krankheit, die nur wenige kennen. Welches ist die schwerste Krankheit, die nur wenige kennen? Zuerst will ich erklären, warum diese Krankheit so wenig bekannt ist. Die Schulmedizin definiert Krankheit folgendermaßen. Krankheit ist ein Zustand verminderter Leistungsfähigkeit, der auf Funktionsstörungen von einem oder mehreren Organen der Psyche oder des gesamten Organismus beruht und zurückgeht. Diese Störungen werden ihrerseits durch strukturelle Veränderungen von Zellen und Geweben hervorgerufen. So wird Krankheit definiert. Nur, ich verstehe den Bereich Krankheit viel in einem viel größeren Zusammenhang als die Schulmedizin. Nicht nur so beschränkt. So, auf den Punkt, was ist also diese schwerste, und ich sage nicht einfach irgendeine schwere Krankheit, sondern die schwerste Krankheit überhaupt? Es handelt sich um Anmaßung. Oder anders formuliert, Anmaßung, Arroganz und Überheblichkeit sind nicht Krankheiten, sondern ein und dieselbe Krankheit. Und diese Krankheit äußert sich in kranken Symptomen und Verhalten wie Selbstgerechtigkeit, Ignoranz, Egoismus. Sind dann die Symptome aus dieser Anmaßung. Ignoranz, Egoismus, Rücksichtslosigkeit, Empathielosigkeit, Undankbarkeit, Neid, Gier und Hass. Das hast du noch nie gehört, dass die Schulmedizin und die westliche Wissenschaft diese Symptome als Krankheiten bestimmt. Und sie stellen ja auch keine Therapie zur Verfügung für Menschen, welche empathielos sind und rücksichtslos sind und ignorant sind. Sonst würden sie ja im Grunde für alle Politiker oder für die allermeisten Politiker und für sehr viele Wirtschaftskapitäne diese Therapie zur Verfügung stellen. Denn um in dieser Welt so zu funktionieren, muss man ein hohes Maß an Empathielosigkeit, Rücksichtslosigkeit, manche sagen dazu, sie brauchen Rasierklingen an den Ellenbogen, um sich durchzuschlagen im Leben. Es ist also kein, nicht nur mehr wie früher, das vielleicht so war, ein Durchboxen durchs Leben, sondern ein Aufschlitzen. Man lässt Leichen hinter sich, um weiterzukommen. Weiter nicht im Sinne von weiter im Leben, sondern weiter auf diesem ignoranten und kranken Weg. So, und diese schlimmste, respektive diese schwerste Krankheit, in meinem Buch habe ich die 7 Stufen der Krankheit erklärt. Und Krankheit Nummer 7, die höchste Stufe, die schwerste Stufe, die so schwierig zu heilen ist. Arroganz, Anmaßung und Überheblichkeit sind ja nur andere Worte dafür. Anmaßung, Arroganz und Überheblichkeit ist dasselbe. Das bringt dann die Symptome hervor, eben diese Selbstgerechtigkeit, vor allem diese Ignoranz, so krank. Dieser Egoismus ist krank. Und man lernt ja in den Schulen Egoismus. Man lernt ja in den Schulen und vom System ist das so gewollt, dass die Menschen unter sich egoistisch sind, rücksichtslos sind, neidisch sind, gierig sind. Da öffnet irgendwo ein neuer Shop für ein neues iPhone und die Leute schlagen sich die Köpfe ein. So funktioniert das heute. Das ist ja so gewollt.
Denn wenn die Masse der Menschen unter sich rücksichtslos, neidisch, arrogant, überheblich und vor allem ignorant sind, dann bekämpfen die sich gegenseitig. Und wen freut denn das? Die Eliten da oben, ich sage da oben, weil die schauen von unten auf die Menschen herunter. So funktioniert das. Funktioniert nicht auf gleicher Augenhöhe. So, und diese von mir aufgezeigte Krankheit ist viel schwerer zu heilen als jede andere Krankheit. Und wieso sage ich nicht, die von mir aufgezeigte Krankheit ist viel schwerer zu heilen als jede andere Krankheit und formuliere es nicht als, ist viel schwerer zu heilen als alle anderen Krankheiten? Nein, es gibt keine Krankheiten. Es gibt ja auch keine Gesundheiten. Hast du dir vielleicht schon mal überlegt? Es wäre ja total einseitig. Ich sage, das wäre. Es wäre nur so, weil es tatsächlich nicht so ist. Für mich ganz bestimmt nicht. Es gibt die Gesundheit und es gibt die Krankheit. Und was es aber gibt, und da widerspreche ich auch nicht, es gibt für diese Krankheit ganz viele verschiedene ausgeprägte Symptome. Aber das sind nicht Krankheiten. Es gibt einfach nur die Gesundheit und die Krankheit. Und die Krankheit und die Gesundheit sind auch nicht Gegenteile oder Gegensätze, sondern die Krankheit ist der Antagonismus zur Gesundheit und die Gesundheit ist der Antagonismus zur Krankheit. Genauso wie Tag und Nacht, genauso wie Yin und Yang. Es braucht beides. Wer die Krankheit nicht kennt, schätzt auch nicht die Gesundheit. Und wer die Gesundheit nicht kennt, umgekehrt. So funktioniert das. Es braucht immer beides, um ein dynamisches Gleichgewicht zu erreichen im Leben. Es ist niemals ein starres Gleichgewicht, sondern ein dynamisches Gleichgewicht. Und niemand ist in seinem ganzen Leben, das ist gar nicht möglich, immer zu 100%ig gesund. Was heißt das denn? Man muss auch die Erfahrung machen, wie es ist, mehr oder weniger mal krank zu sein. Mehr oder weniger mal die Erfahrung zu machen, wie es ist, Schmerzen zu haben. Zahnschmerzen, Gelenkschmerzen, man fällt mal auf die Schnauze. Man hat mal einen Fahrradunfall, egal was. Mehr oder weniger, das ist unser Karma. Das gehört zu unserem Lebensplan. Zu unserem Seelen- und Lebensplan. Seelen- und Lebensplan, ja, wenn ich es sagen kann. So. Und diese von mir aufgezeigte Krankheit ist eben viel schwieriger zu heilen als jede andere Krankheit und auch als jede andere physische Krankheit. Und jede physische Krankheit entsteht überhaupt erst durch die Missachtung der Naturordnung, also durch Arroganz, Anmaßung, Überheblichkeit und vor allem Ignoranz der Ordnung im Universum oder aus Unwissenheit dem Universum gegenüber. Es kann auch sein, dass jemand einfach dieses Wissen nicht hat. Nur ist es heute so, wir können andere Menschen fragen, die dieses Wissen haben. Ist egal in welchem Bereich. Heute ist alles Wissen vorhanden. Und heute ist es sogar so, dass wir oft gar nicht mehr fragen müssen, sondern dieses Wissen wird an uns herangetragen. Aber, das kannst du auch selber beurteilen, was tun die meisten Menschen, wenn du ihnen eine gute Empfehlung gibst, die für dich funktioniert. Muss nicht heißen, dass die für ihn funktioniert. Aber wir wissen, die meisten Menschen ignorieren gute Empfehlungen. Ich sage ja hier wieder auch bewusst nicht Ratschläge, weil Ratschläge haben immer Schläge drin. Wir müssen immer, ich sage das immer wieder, auf unsere Rhetorik achten. Warum? Weil, kurze Klammer auf, die Worte haben nicht nur eine Bedeutung. Wir müssen also nicht nur die Bedeutung der Worte kennen, sondern eigentlich noch wichtiger, die Wirkung dieser Worte auf unsere Entwicklung. Ja?
Wenn wir negativ denken, produzieren wir negative Worte. Und wenn wir positiv denken, produzieren wir positive Worte und so weiter. Und das beeinflusst das ganze System. Also, Karma zeigt jedem von uns den Weg, in dem wir Botschaften und Symptome, welche eben Krankheiten genannt werden, und ich sage, nein, es sind nicht Krankheit, sondern Symptome. Und Karma zeigt jedem von uns den Weg, in dem es uns Botschaften in Form von Symptomen schenkt, und die können wir entweder wahrnehmen und etwas verändern und uns entwickeln, oder wir können diese Symptome ganz einfach ignorieren und unterdrücken. Das ist das, was die Schulmedizin und die westliche Wissenschaft zum größten Teil betreibt. Reine Symptombehandlung, sage ich ja nicht. Symptombehandlung ist schlecht. Wenn wir die richtige Haltung haben und wissen, was wir falsch gemacht haben, weshalb wir jetzt Rheuma oder Gelenkschmerzen, egal was haben, oder Zahnschmerzen, dann macht das keinen Sinn, unnötig zu leiden. Dann können wir und sollten sogar diese Symptome behandeln, aber gleichzeitig die Ursachen auch angehen. Aber das funktioniert nur, weil vor der Ursache ist der Ursprung, unser Bewusstsein. Wenn wir das richtige Denken und die richtige Haltung, das richtige Bewusstsein dafür haben. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir diese Krankheit heilen, welche die Schulmedizin nicht anerkennt und auch keine Therapie zur Verfügung stellt. So, der erste Punkt ist der wichtigste: Mea culpa akzeptieren und verstehen. Denn wenn wir mea culpa, unsere Selbstverantwortung, akzeptieren und verstehen, dann wissen wir auch, dass wir, egal was wir tun, für unser Handeln oder auch Unterlassen, immer die volle Verantwortung tragen. Dann wissen wir auch, wenn wir sterben, trennen wir uns von unserem Freund wie Feind, aber nicht von unserem Karma. Wenn wir sterben, trennen wir uns von unserem Freund wie Feind, aber nicht von unserem Karma. Wir haben aber die Möglichkeit, unser Karma zu verbessern, mit unserem freien Willen, auf unserem Seelenplan. Haben wir Karma und wir haben den freien Willen. Und genauso haben wir mit unserem freien Willen die Möglichkeit, unser Karma zu verschlechtern, indem wir uns von Dämonen begleiten lassen. Oder wir können uns von Engeln begleiten lassen, unseren Dienern, und den richtigen Weg gehen. Und wie weiß ich denn, ob ich den richtigen Weg gehe? Höre auf dein Herz. Und wenn du es dann immer noch nicht weißt, dann solltest du in die Stille gehen. Dann bekommst du die richtigen Antworten. Es gibt ein ganz gutes Beispiel dazu, oder eine Metapher. Ja? Wenn du mit deinem Boot auf einem See bist und, deshalb sage ich, geh in die Stille, dann bekommst du die richtige Antwort. Und du bist auf deinem Boot auf einem See. Du hast Wellengang, Wind pfeift dir um die Ohren, das heißt Lärm von außen, Beschallung, das könnten symbolisch jetzt die Medien sein und so weiter, Fake News. Von außen Beschallung und diese Wellen, dieser Wellengang und dieser Lärm, dieser Wind wirbelt den Grund auf des Sees, Sand wird aufgewirbelt. Du kannst nicht, du sagst, das Wasser ist trüb, ich kann beim See nicht auf den Grund sehen. Also gehst du in die Stille. Du findest keine Antworten sonst. Dann gehst du in die Stille. Der Wind flaut ab. Kein Wellengang mehr. Sonnenschein. Ganz klarer, stiller See. Es wird kein Sand mehr aufgewirbelt. Und dann siehst du auf den Grund des Sees, symbolisch gemeint, auf den Grund deiner Seele. Dein Bewusstsein wird klar. Ist wie der Vorhang. Wie beim Auto, wenn es verschneit ist oder vernebelt. Scheibenwischer.
Die Verschleierung wird weggezogen, wie ein Schleier auf den Augen. Die Urteilskraft wird, die Urteilsfähigkeit wird entschleiert, wenn du genug lang in der Ruhe bist. Da reichen eben 5 Minuten nicht. Es braucht manchmal Jahre. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal braucht es länger. Und da kommt das bruchstückhaft und Schritt für Schritt kommen diese Antworten. Manchmal kommen alle Antworten auf einmal. Und dann siehst du, wenn der See klar ist, siehst du auf den Grund des Sees und du siehst den Schatz der Erkenntnis. Du siehst den Schatz, die Goldtaler, deine Antworten siehst du. Du bekommst die Antworten von selbst. Also, mea culpa, Selbstverantwortung. Und wie weiß ich, ob ich den richtigen Weg gehe? Höre auf dein Herz. Wenn du das nicht weißt, geh in die Stille. Dann bekommst du die Antworten. Dein Herz wird dir die richtigen Antworten geben. So, und das Wichtigste ist, dass wir uns unsere Urteilskraft entschleiern, uns befreien von Mind Control und wieder lernen, selber zu denken. Dass wir lernen, wieder ein Gefühl für die Wahrheit zu bekommen und den Unterschied lernen von Matrix-Wissen zu Naturwissen. Denn die Natur schenkt uns alles Wissen, was wir brauchen. Wir Erdenmenschen bestehen in dieser Erdenwelt aus 3 Bereichen. Der Seele, dem Bewusstsein, also Geist, und unserem physischen Körper. Oder einfach gesagt, aus Körper, Seele und Geist. Und wenn wir komplett gesund sein wollen, müssen wir alle 3 Bereiche in Harmonie bringen und halten. Alle 3 Bereiche gesund halten, eben Körper, Seele und Geist. Also erstens, was müssen wir tun? Das Bewusstsein mit Naturwissen erweitern. Das heißt eben, sich von den Fake News und Matrix-Wissen entfernen. Nicht dagegen kämpfen, ihm die Energie entziehen. Sich nicht mehr damit befassen. TV aus. Mal gute Bücher lesen. In die Stille gehen. Eben dem Bewusstsein Naturwissen schenken. Und das Bewusstsein mit Naturwissen erweitern. Erstens und zweitens, der Seele maximale Liebe schenken. Wie funktioniert das? Wie kann ich meiner Seele maximale Liebe schenken? Indem ich auf dem rechten Weg wandle. Das heißt, nicht nur sich selbst lieben, sondern auch den Nächsten. Also zweitens, der Seele maximale Liebe schenken. Und drittens, dem physischen Körper gesunde Nahrung schenken. Denn wenn dein physischer Körper krank ist, brauchst du deine ganze Energie, um diesen kranken physischen Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und den meisten Menschen gelingt das gar nicht. Sie sind ja ihr Leben lang irgendwo krank, immer wieder oder chronisch. Das ist ja auch so gewollt von diesem System, wo wir alle drin leben. Denn gesunde Menschen, die stehen auf und wehren sich gegen diese Ignoranz und gegen diesen grassierenden Egoismus. Gesunde Menschen sind nicht egoistisch. Und vor allem, und das ist in der heutigen Zeit der wichtigste Punkt überhaupt, gesunde Menschen erkennen die Manipulation. Und gesunde Menschen stehen zueinander, miteinander und nicht, kämpfen nicht gegeneinander. Denn das ist es, was die selbsternannte Elite, die im Moment noch herrschende Elite, das ist deren Hauptziel. Teile und herrsche. Teile heißt rechts und links. Muslim und Christ und so weiter. Gegeneinander. Denn wenn die Masse, die Menschen gegeneinander kämpfen, in Egoismus und Rücksichtslosigkeit und Ignoranz und Arroganz, dann lachen, dann, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Und so funktioniert unser System. Weshalb ist es so wichtig? Weshalb ist es überhaupt so wichtig, gesund zu sein?
Ich wiederhole das immer wieder. Gesunde Menschen haben ein gesundes Bewusstsein. Kranke Menschen haben ein krankes Bewusstsein. Und diese kranken Menschen mit einem kranken Bewusstsein kämpfen gegeneinander. Der ist krank und der ist krank. Die kämpfen gegeneinander. Das ist gewollt. Aber gesunde Menschen mit einem gesunden Bewusstsein beeinflussen andere Menschen. Hier ganz viele. Die wiederum beeinflussen andere Menschen. Die kämpfen nicht gegeneinander, sondern stehen zueinander, miteinander, füreinander. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt in der heutigen Zeit. Sich nicht spalten und nicht heilen lassen, denn dann haben die da oben verloren. Ganz einfach. Wir müssen auch nicht gegen das System kämpfen, sondern dem System einfach die Energie entziehen. Und gesunde Menschen sind eben nicht arrogant, nicht anmaßend, nicht überheblich. Gesunde Menschen sind nicht selbstgerecht. Gesunde Menschen sind nicht ignorant. Gesunde Menschen sind nicht egoistisch. Gesunde Menschen sind auch nicht rücksichtslos. Gesunde Menschen sind auch nicht empathielos. Gesunde Menschen sind auch nicht undankbar. Und gesunde Menschen sind auch nicht neidig. Gesunde Menschen sind nicht gierig. Gesunde Menschen hassen nicht. Gesunde Menschen helfen einander, stehen zueinander, miteinander, füreinander. Ja. Und noch eine, zum Schluss noch eine wichtige Ergänzung zu diesem Bereich. Sende so oft wie möglich Liebes-Ki, also nicht lieb, so wie lieb sein, sondern Ki der Liebe, Liebes-Ki oder Chi kannst du dazu sagen, Energie, Liebes-Ki, dein Herz-Ki, an einen Menschen, den du liebst. Und wenn du nur einen Menschen liebst, von Herzen, dann sendest du diese Liebe diesem einen Menschen. Ich denke, wenn du eine Familie hast, liebst du deine Schwester, deinen Bruder, deinen Vater, deine Mutter, manchmal auch nicht, ja, manchmal nur den Vater, gibt es heute alles. Du kannst auch gute Gedanken und Herzens-Ki an Verstorbene senden oder an Menschen, die noch nicht geboren sind, was auch immer, es ist egal, an alle, die du liebst. Das kannst du dann noch erweitern. Kannst du dann gute Gedanken, das ist eben wahres Beten, kannst du erweitern, gute Gedanken an alle Menschen senden, auch die du nicht kennst. Und kannst es dann noch mehr erweitern und Liebes-Ki, Herzens-Ki, gute Gedanken, gute Gefühle auch an deine Feinde senden. Und wenn du keine hast, ist ja gut. Ja. Also, so oft wie möglich positive und gute Gedanken senden. Das ist wahres Beten. In Dankbarkeit. So, wir sind hier, um zu lieben. Und wer Liebe sät, wird Liebe ernten. Sich selber lieben ist auch eine wichtige Form von Liebe. Aber wer sich selber liebt, also nicht mit dem Ego-Verstand lieben, verliebt sein, dieses selbstverliebt sein, sondern aus dem Herzen, kann auch Liebe schenken und Liebe empfangen. Wer sich nicht selber liebt, kann auch keine Liebe schenken und keine Liebe empfangen. Es muss geöffnet sein. Dann kann ich, wenn es verschlossen ist, kann nichts raus. Wenn es verschlossen ist, kann nichts rein. Wenn ich es öffne, kann erstmal alles raus. Dann ist es leer und kann wieder neu aufgefüllt werden. Denn Liebe hat es für alle genug. Ja? Also, in dem Sinne, alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten Hier und Jetzt.